Hallöchen und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Fable 2. So, wir sind immer noch im Hexenkessel und müssen hier bestehen. Zum Runde zweiten Mal. 6. 3, In der sechsten 2, Runde. 1, los! Erste Welle! Schaut euch das Feuer an, Madlock, wie es aus den Mauern schießt. Aber blickt nicht in den Abgrund, was auch passiert. Schaut bloß nicht hinein! Warum? Blickt er in einen hinein? Nein, aber mir zum Beispiel wird dann immer ganz anders. Zweite Welle! 3, 2, 1, los! Aufregen! Kavum! Er hat kurz die Deckung fallen lassen. Ja, und er sollte sie schnell wieder aufheben. Au. Aufregend! Das ist wirklich ein fantastischer Hexenkessel. Schade, dass es nur noch zwei Runden sind. Schade, Gott sei Dank. Super Runde. So, davon haben wir Kohle. Sonst noch irgendwo ein bisschen was geldmäßiges? Nö. Gut, dann geht's da lang. So. Ah, hier haben wir wieder eine Händlerin. Was hast du denn, Waffenhändlerin? Schön, dass ihr wieder da seid. Kommt wieder, wenn ihr was anderes verkaufen wollt. Ah, nein, ich will auch nicht, ich will das auch nicht verkaufen. Schönen Tag noch. Ihr werdet. Gute Wahl. Ihr werdet Der hat Heiltränke. Gute Wahl. Ihr werdet begeistert sein. Aha. Schade. Das wäre perfekt für euch. Ja, nee, dann lieber die Axt mit den zwei, mit den zwei Verbesserungsslots. So, dann schauen wir mal. Runde 7. 3, 2, 1, los! Erste Welle! Kann man die Vergangenheit förmlich riechen. Sie riecht nach Kampf, Blut und Angst. Und ein Hauch Vanille. Oh. Na komm her. Wow. Unterhaltsam! Oh, er ist direkt auf dem Hintern gelandet. Er wird eine Weile nicht mehr sitzen können. Anne! Dritte Welle! 3, 2, 1, los! Na?
Wo sind sie denn? Da hinten. Oh ja! Er zielt, er feuert und trifft! Haha. Unterhaltsam! Wie ein Mann! Was auch gut ist, denn ich meine, er ist ja einer. Hannes! Na los, na komm. Oh, so trägt man einen Treffer mit Würde. Aber würdet ihr auch einen Treffer? Hier faselt wieder Murray. Erstaunlich! Er hat wie, das die war letzte schon? Runde erreicht. Ach, wir haben noch eine Runde vor uns. Haha. Halt, da lag doch bestimmt noch irgendwo Gold rum. Was ist das? Was ist das? Kann ich darauf schießen? Ja, das ist der Macher. Die machen also ganz doll Bumm. So, da hinten. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch, Leute. So. 2000 gleich, schön. So, jetzt hier lang, Runde 8. So. Hiervor möchte ich gerne noch was anderes einstellen, und zwar Nahkampf und nochmal ein bisschen hier unseren Klopper benutzen. Dann mal los. Ach ja, jetzt kommt ein. Ach du Scheiße. Habe ich gar nicht dran gedacht. Dass ich euch den Kopf abreißen könnte, Mad Dog. Jetzt kommt der schlimmste Ungeheuer aller Zeiten. Also. Handpuppen. Es ist ein Troll. Na komm. Immer schön in Bewegung bleiben. Was gerade können. Unterhaltsam! So. Hannes! Damit wird er unzufrieden sein. Au. Das war nachlässig. Zufrieden sein. Ja, kann er. Mittelmäßig. Autsch. Hätte er ausweichen können, Mad Dog? Murray, das hätte niemand gekonnt. Oh, geh da weg.
Jawohl! Ende der Runde! Herrschaften, wir haben einen neuen Rekord! So. Habt ihr es genau gesehen? Ich bin hier der King im Hexenkessel. Lust auf weiteren Spaß im Hexenkessel? Ein brutaler Killer wie ihr. Kann ich da auch so rein? Ich möchte nochmal zum Waffenhändler eigentlich. Kann ich dann auch wieder raus? Ich hoffe. Naja, schauen wir uns erstmal so um. So, was haben wir denn noch für Quests? Retten und finde die Sklaven. Machen wir das doch mal. Ach ja, ein Ladebildschirm. So, jetzt müssen wir uns die Quest bestimmt erst noch holen. Ah, wenn wir schon mal hier sind. Das ist unser Haus. Gehen wir schnell hier zum Alchemisten. Ihr verdient die beste Bedienung. Viel Vergnügen. Und gucken mal, ausgezeichnete Ware, was er noch so an Heiltränken hat. Kommt wieder. Naja, das war's. Wenigstens ein bisschen was. Stillt euren Hunger. So, da vorne ist er. Schlechte Nachrichten. Noch mehr Leute wurden gefangen genommen. Bereit für eine weitere Rettungsaktion? Na klar. Hoffentlich kommt ihr rechtzeitig, mein Freund. Hier steht alles. Oh, so eine Berühmtheit. Okay. Ah ja. Und das bei uns? Ich werde für euch. Mit die Sklaven aus dem Lager in Rockridge. Ja, machen wir das. Wo müssen wir denn hin? Vielleicht können wir da ja auch drin schnell hinreisen. Halt. Achso, okay. Ja, das geht sogar. Perfekt. Ah, dann können wir ja nicht meckern. So, dann machen wir uns mal auf den Weg, die Sklaven zu retten. Na. Hört auf zu flüchten. Hoch mit euch und weiter geht's. Zack, zack, zack. Oh, wir können aufsteigen, aber schnell gucken. Stärke sogar. Hey. Dann gehen wir auf Leben. Bei Willenskraft. Machen wir erstmal hier einen drauf. So. Wir könnten ja auch mal einfach
Jetzt haben wir... Können wir uns nichts mehr hier leisten? Erledigt ihn und holt das Kopfgeld. Auf eurem Kopf steht ein Preis. Den holen wir uns. Aua, aua, verdammte Hacke, lass das doch mal sein und weich nicht immer so aus. So. Ist ja schlimm. Was ist er hier für einer? Also, mein Fuß steckt da im Sand, ja? Und da kommt dieses Riesenvieh und beißt ihn fast ab. Kein Scherz. Er ist so ein bisschen betrunken, glaube ich. Ihr wollt kämpfen? Was ist sie hier eigentlich? Färbemittelhändlerin. Fertig. Alle sechs. Tränkehändlerin. Ich helfe euch gerne. Was hat sie denn für Tränke? Nicht sehr viel. So, dann gucken wir schnell nochmal, weil ich das jetzt gerade gesehen habe bei dem Tränkehändler. Gegenstände, was haben wir eigentlich für Tränke? Haben wir noch irgendwelche Erfahrungstränke? Da, zum Beispiel. Einmal der. Da haben wir noch einen. Zack. Da haben wir auch noch einen. Jetzt können wir schon wieder aufsteigen. Nee, das war's. Keine Erfahrung mehr. Aber wo können wir denn jetzt aufsteigen? Ein Willenskraft wieder. Aber will ich gar nicht. Wir lassen die Willenskraft so. Bitte, öffnet diesen Käfig. Ah. Schlüssel erhalten. So, natürlich lasse ich euch raus. Bitte, aber öffnet diesen Käfig. Ah. Erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Euer Migidi. Macht's gut. Ciao.